Wie zeichnen wir mit der Nähmaschine? Darum geht's in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Meine Köpfe übertrage ich auf ein Stickvlies. Von meinem Stickvlies schneide ich ein DIN A4 breites Stück ab und lege das geradeaus. Das Ganze ist auf einer Rolle, das heißt, ich muss ein bisschen mit den Händen drüber streichen, damit sich das glättet. Wenn ich das habe, drucke ich die Köpfe einmal auf mein Vlies. Beide Köpfe schneide ich einmal grob aus und ich lasse an dem oberen und unteren Rand diesen Abschluss von dem DIN A4 Blatt stehen, damit ich auf jeden Fall eine gerade Kante an beiden Köpfen habe, sodass ich sie dann gut ausrichten kann. Wenn ich die genaue Position dieser Köpfe bestimmt habe, kann ich die oberen beiden Papierschnipsel abschneiden und ich kann das Trägerpapier abziehen. Das geht am besten, wenn man das mit einer Stecknadel ein bisschen einritzt. Dadurch hat man sehr leicht einen Anfang und kann das Papier entfernen. Nun kann ich beide Köpfe exakt an den Platz setzen, den ich gerade bestimmt habe. Das Ganze streiche ich noch einmal gut fest, damit mir das später unter der Nähmaschine nicht verrutscht oder sich vom Stoff löst, und so schaut das aus. Wenn wir mit der Nähmaschine zeichnen möchten, starten wir genauso, wie wir das vom Quilten her kennen. Wir holen den Unterfaden nach oben und vernähen dreimal auf der Stelle. Von diesem Punkt aus können wir bei einer Zeichnung in jede Richtung wandern. Bei meinen Aztekenköpfen wandere ich einmal nach oben zu den ersten Kreisen. Mein Kreismotiv hat zwei unabhängig voneinander dargestellte Kreise. Ich möchte mein Motiv aber aus einem Schwung, aus einem Faden nähen. Ich möchte nicht immer neu ansetzen. Das heißt, ich brauche bei den Kreisen Hilfslinien. Diese Hilfslinien bilden ein zusätzliches Designelement. Schaut, wie könnt ihr die einzelnen Hilfslinien ansetzen, damit sie sich gut als zusätzliches Element in euer Bild integrieren. Beim Zeichnen von Bildern fahren wir mehrere Male über die gleiche Stelle, und zwar über jede Stelle. Das heißt, wir sehen keine einzelne Stichlänge mehr. Wir können den einzelnen Stich nicht mehr erkennen, sondern wir sehen eine kräftige, mehrfach dargestellte Linie. Wir brauchen also beim Zeichnen mit der Nähmaschine nicht auf den Stichabstand zu achten. Ihr könnt mit jedem Garn sticken, mit dem ihr gerne sticken möchtet. Ich verwende hier Polysheen von Mettler, einfach nur, weil mir das Garn gut gefällt. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, reicht auch ein ganz normales Alles-Nähgarn. Die unterschiedlichen Firmen bieten unterschiedliche Betonungen bei den Garnen an. Polysheen hat einen besonders schönen Glanzeffekt und den möchte ich hier gerne nutzen. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, könnt ihr auch mit jeder Nadel arbeiten, die ihr gerne mögt. Es reicht am Anfang eine Universalnadel völlig aus. Ich habe hier eine Embroidery-Nadel gewählt. Eine Embroidery-Nadel hat einen sehr schönen feinen Stich. Den möchte ich hier gerne nutzen. Und es ist auch eine Nadel, mit der man wunderbar immer wieder über schon gequiltete Linien wandern kann. Da verhält sich wieder jede Nadel anders. Welche Nadeln beim Quilten zur Verfügung stehen, dazu habe ich ein Video gemacht. Das verlinke ich euch in dieser Infobox. Wenn wir ein Bild zeichnen, haben wir viele Linien auf einem kleinen Fleck, auf einer kleinen Stelle. Das heißt, wir können unsere Handposition schon sehr genau festsetzen und brauchen sie nur selten ändern. Ab und zu kommen wir mit unserer Nadel ein bisschen nah an unsere Hände, dann wandern wir ein bisschen aus. Ansonsten haben wir über einen langen Zeitraum immer eine ganz gleiche Handposition. Stoppt ab und zu eure Bewegung, haltet ab und zu an, stoppt in dem Quilten und lockert eure Hände, damit ihr nicht mit verkrampften Händen arbeitet, denn auch das beeinflusst unser Ergebnis. Als Quiltfüßchen habe ich hier das Stopffüßchen gewählt. Das Stopffüßchen ist ein sehr schönes Anfängerfüßchen. Es regelt
den Druck, der nötig ist, damit ihr einen guten Stich, ein gutes Stichbild erzielt, von alleine. Das heißt, ihr müsst den Druck des Füßchens nicht nochmal extra an euer Sandwich anpassen. Der Nachteil von dem Stopffüßchen ist, es bewegt sich mit, ihr habt immer ein etwas unruhiges Bild und ihr habt ein geschlossenes Quiltfüßchen. Ein offenes Quiltfüßchen gibt mehr Sicht auf die Linien, die ihr nachfahren möchtet. Ein gezeichnetes Bild ist in der Regel ein kleines Motiv. Ein kleines Motiv lässt sich mit den meisten Haushaltsnähmaschinen gut umsetzen. Die meisten Haushaltsnähmaschinen haben auch ein Stopfprogramm, die Möglichkeit zu stopfen. Und ihr stellt dann an eurer Haushaltsnähmaschine das Stopfprogramm ein, regelt alles so, wie es in eurer Maschine fürs Stopfen beschrieben ist. Denkt daran, senkt auf jeden Fall den Transporteur ab und stellt die Stichlänge auf 0. Folgt dann der Bedienungsanleitung und nutzt eure ganz normale, wenn auch kleine, Haushaltsnähmaschine. Sollte euch zwischendurch der Faden reißen, ist das gar kein Problem. Wir quilten über jede Stelle mehrere Male. Und jedes Mal, wenn wir über eine Stelle zum zweiten oder dritten Mal quilten, vernähen wir unser Garn, vernähen wir unseren Faden. Das heißt, wenn wir unsere Naht unterbrechen müssen, warum auch immer, weil wir jetzt nicht weiter quilten können und unsere Nähmaschine wegräumen müssen, weil wir gerade unterbrochen werden oder weil der Faden reißt, warum auch immer wir da gerade aufhören zu quilten, es ist gar kein Problem. Wir können das Motiv immer und immer wieder auf einer schon bestehenden Linie neu ansetzen. Meine Aztekenköpfe quilte ich einfarbig. Das heißt, ich nutze den gleichen Ober- und den gleichen Unterfaden. Und ich möchte später keine zusätzliche Farbe mit einbauen. Meine Fadenspannung wähle ich im Idealfall so, dass sich der Ober- und Unterfaden genau in meiner Sandwich-Mitte verbinden. Wenn ich den gleichen Ober- und Unterfaden habe, ist es nicht schlimm, wenn sich der Unterfaden ein Stück weiter nach oben zieht. Es ist schön, wenn man darauf achten kann. Als Anfänger ist es schon wieder eine Sache mehr. Wenn ihr den gleichen Faden wählt, den gleichen Farbton wählt, dann braucht ihr da nicht so sehr darauf achten. Wenn euer Unterfaden dann ein bisschen hochkommt, ihr aber noch ein gesamtes schönes Stichbild erzielt, dann arbeitet einfach zunächst einmal damit weiter. Das sind Dinge, die kann man in späteren Projekten dann wieder ein bisschen genauer in den Griff bekommen. Jedes Motiv, das wir quilten, folgt einem Rhythmus. Und wenn wir ein Bild zeichnen, haben wir unterschiedliche Rhythmen. Wir haben lange, fließende Linien und wir haben ganz kurze Detaillinien. Und jedes Mal, wenn wir von einer langen, fließenden Linie in ein Kreismotiv oder in eine Detaillinie wandern, ändert sich der Rhythmus in der Bewegung. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diesem Rhythmus zu folgen. Manche nutzen dazu Musik und lassen sich von dem Rhythmus der Musik ein bisschen treiben. Manchmal mache ich das ganz gerne. Bei diesen Motiven, bei dem sich das Thema so oft ändert, folge ich am liebsten dem Klang meiner Nähmaschine. Der Klang der Nähmaschine gibt mir den Rhythmus vor. Und der Klang der Nähmaschine gibt mir auch Auskunft darüber, wie mein Stichbild wird, wie sich der Unterfaden verhält. Denn jede Änderung von Unter- und Oberfaden, jede Änderung der Nadel, die Nadel wird stumpf oder ich reiß zu sehr, verändert den Ton der Nähmaschine. Und wenn eure Nähmaschine konstant gleich klingt, dann wisst ihr, ihr befindet euch da in einem richtig guten Quilt-Moment. Ihr könnt das genauso weiterlaufen lassen und weiterarbeiten. Und in dem Moment, wo eure Maschine auf einmal anders klingt, wisst ihr, aha, irgendwas läuft da gerade aus dem Ruder. Entweder ihr hört, was es ist, oder aber ihr unterbrecht dann kurz, schaut nach, brecht vielleicht auch die Linie ab. Ich vertraue meistens darauf, dass sich das Problem von alleine abfängt, aber das tut es nie. Das heißt, wenn ihr merkt, es verändert sich irgendwas, stoppt eben und schaut nach.
Wenn ich ein ganzes Motiv quilten möchte, habe ich diese vielen Linien auf einem kleinen Raum. Und die Frage ist, was quilte ich zuerst? Fahre ich zuerst alle Hauptlinien entlang und arbeite später die Details aus? Oder arbeite ich mich von einem Punkt zum nächsten? Das heißt, ich quilte alle Linien, die auf diesem einen Punkt zu sehen sind. Und die Antwort ist, es gibt da keine richtige Lösung. Probiert aus, was für euch gut funktioniert. Ich wechsle. Bei langen fließenden Linien nehme ich gerne erst die langen fließenden Linien. Bei Detailabbildungen, da wo viele kleine Linien, also viele Detaillinien auf einmal erscheinen, da nehme ich gerne alle Linien direkt wahr. Unabhängig davon, ob das jetzt eine durchgezogene Linie ist, die mich wieder zu einem anderen Punkt führt, die Linie ziehe ich wieder zurück. Bei den Detaillinien vergisst man schnell mal eine kleine Linie oder auch mehrere kleine Linien. Und das sieht man dann nachher erst, wenn man das Vlies schon abgezogen hat. Und dann wird es schwierig, das zu ergänzen. Aber ihr schaut, wie das für euch gut funktioniert. Wenn ihr einzelne Elemente von eurer Zeichnung, von eurer gequilteten Zeichnung, genauer darstellen möchtet, könnt ihr das, indem ihr die Linie öfter entlang fahrt. Je öfter ihr eine Linie entlang wandert, je stärker betont ihr diese einzelne Linie. Und je mehr hebt ihr dieses Detail heraus, oder je weniger ihr über eine Linie fahrt, je mehr verschwindet dieser Punkt. Am Ende unseres Motivs angekommen, holen wir den Unterfaden nach oben und vernähen unseren Faden wieder dreimal auf der Stelle. Mein fertiges Motiv sprühe ich nun einmal mit Wasser ein, damit sich das Stickvlies wieder auflöst. Die Empfehlung ist, man hält den Quilt unter fließendem Wasser, damit man das Stickvlies direkt wieder abwischt. Mein Quilt ist zu groß, mein Motiv ist zu klein, also sprühe ich mein Motiv mit Wasser ein und trage diese losgelöste Vliesmasse mit einer kleinen Bürste ab. Und yay, das sind meine beiden mit der Maschine gezeichneten Aztekenköpfe. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr werdet nun selber auf Stoff zeichnen. Wenn euch der Kanal gefällt, abonniert diesen Kanal irgendwo hier unten und ihr bekommt Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Jeden Samstag gibt es hier ein neues Video. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiterquilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.